einem anderen Tutorial in der Tutorial-Reihe, beziehungsweise Einführung in die BIM-Authoring-Software Revit. Ich möchte jetzt in diesem Tutorial zeigen, wie Sie die Treppe vom Kellergeschoss ins Erdgeschoss modellieren können und auch das Geländer gleich dazu, sowie die entsprechenden Anpassungen dann vorzunehmen, wie zum Beispiel dann das Treppenhaube, sprich die Geschossdecken dann auch öffnen. Und wenn Sie Treppen modellieren, empfiehlt es sich da mit mehreren Ansichten zu arbeiten. Das muss nicht gleichzeitig sein, wie ich es jetzt hier gemacht habe, ja, dass ich alle Ansichten gleichzeitig öffne. Aber es sind doch einige Ansichten interessant. Und es ist auf alle Fälle nicht zu empfehlen, das nur in einer Ansicht, in der Grundrissansicht zu machen, sondern dann auch in anderen Ansichten zu kontrollieren. Ja, was gibt es für die Ansicht? Ich persönlich bevorzuge die Modellierung selber, die Modellierungsschritte in der Grundrissansicht. In dem Fall bin ich jetzt im Kellergeschoss, Grundriss, und man könnte jetzt noch zusätzlich, ich aktiviere mal diese Ansicht, noch daneben hier das Erdgeschoss mit öffnen, gehe also hier in die Projektbrowser, dann auf Erdgeschoss, Oberkante, Rohfußboden, also hier auf die Grundrissansicht fürs Erdgeschoss, dann kann ich das auch noch mit verfolgen. Wechsle dann zu einem Keller. Und dann habe ich mir noch Schnitte reingelegt, ja, also die durch Treppe durchgehen. Und zwar, man sieht das hier, ich habe hier einmal den Schnitt QS1, ja, das ist ein Schnitt, der auf dem Plan dann auch mitkommt, beziehungsweise auch AS1 könnte ich auch nehmen. Den habe ich hier geöffnet, ja, also so ein Schnitt durch die Treppe und dann nochmal einer in die andere Richtung, das ist dann AS2, der ist hier oben und den mit abgebildet. Ja, eine ebenfalls interessante Ansicht bei so einer Treppenmodellierung wäre dann ein Schnitt durch das Treppenhaus, ein sogenannter 3D-Schnitt. Wie macht man den? Da habe ich eigentlich schon mal ein Tutorial gemacht, deswegen werde ich das Ganze jetzt hier nur kurz andeuten. Und zwar gehen Sie einfach in die 3D-Ansicht, ja, die Sie hier finden. Die können Sie einfach mit der rechten Maustaste duplizieren, Ansicht duplizieren. Und da haben Sie eine weitere 3D-Ansicht, die können Sie jetzt einstellen. Wie kann ich so durch das Haus komplett durchschneiden? Dazu gehen Sie einfach dann in die Eigenschaften der Ansicht. Ich habe jetzt mal die Ansicht ausgewählt, gehe jetzt hier in die Eigenschaften und wähle hier den 3D-Schnittbereich, dann erscheint hier dieser Schnittkörper. Und jetzt sehen Sie hier die Griffe und dann können Sie die Griffe halt so schieben, ja, wie Sie es brauchen, dass Sie halt in den Bereich dann rausschneiden, der Sie interessiert. Und was ich auch noch gemacht habe, ist hier dann noch manuell irgendwelche Sachen ausgeblendet, also Bauteile, die hier im Weg stehen, oder halt Transparenz geschaltet. Ja, wie kann man das machen? Sie klicken einfach das Bauteil an, zum Beispiel diese Wand, die Sie ausblenden wollen, falls Sie das stört. Und dann können Sie hier oben Registerkarte ändern Wände. Und dann finden Sie hier die Lampe und können jetzt hier Element ausblenden. Oder wenn Sie gleich alle Wände ausblenden wollen, gehen Sie auf Kategorie ausblenden. Dann ist das quasi ausgeblendet. Man könnte noch einen Filter einstellen, aber das ist jetzt zu kompliziert. Ja, gehen Sie einfach darauf. Können Sie auch die rechte Maustaste machen. Ja, wer jetzt ja keinen Bock hat, hier oben umzuschalten, einfach rechte Maustaste, finden Sie das auch. In Ansicht ausblenden. Dann haben Sie hier Elemente oder Kategorie, entweder oben oder nach Filter. Man kann es auch über die Ansicht selber machen. Also nicht, hier tun Sie quasi das Element ausblenden. Ja, Sie können aber auch sagen, okay, ich möchte alle Wände ausblenden. Oder ich möchte einen Ansichtsfilter anwenden auf die Wand, auf die Ansicht. Dann gehen Sie einfach in die Eigenschaften der Wand, der Ansicht. Und jetzt muss ich gucken, ich mache das mal über VG. Irgendwo kann Sie das, ich glaube, das ist das hier. Genau, ja, also das ist hier, also VG ist der Shortcut. Und dann kann man jetzt hier zum Beispiel, ich mache mal schnell hier die Wände generell ausblenden. Und dann dürfen Sie ganz weg sein. Ja, das will ich allerdings nicht, deswegen gehe ich wieder hier rein, sage anwenden und jetzt sind Sie wieder da. Jetzt natürlich die Frage, wie kann ich jetzt so eine Wand wieder einblenden? Wenn ich jetzt die wieder sehen will, dann gehen Sie einfach hier unten auf die Glühbirne, dann zeigt er Ihnen hier in der Ansicht alle verdeckten Elemente an. Ja, und dann können Sie hier wieder anklicken und dann gehen Sie den Weg einfach umgekehrt, können jetzt hier, muss ich schauen, wieder Elemente einblenden und können so die ganzen Sachen wieder einblenden. Oder rechte Maustaste geht das auch nochmal. Transparenz machen, ich mache die Lampe wieder aus, wäre auch eine Alternative, ja, dass Sie einfach das Element anklicken und dann können Sie hier sagen, in Ansicht überschreiben, dann wieder nach Element oder nach Kategorie, ich mache es mal hier nach Kategorie, das können Sie bei uns auch über VG machen und dann sehen Sie irgendwo eine Transparenz und dann kann ich hier die Wände halt transparent machen. Das wäre eine Alternative, dann sieht man es noch, kann allerdings durchgucken. Ich mache es mal wieder raus.
Und das geht aber auch in dem Menü, was ich vorhin gezeigt habe, hatte ich vergessen zu sagen, wenn Sie auf Wände gehen, können Sie das auch hier transparent machen. Das wird dann, allerdings können Sie das hier nicht einschränken. Ja? Das gilt dann quasi für alle Wände, es sei denn, Sie gehen wieder auf den Filter. Dann kann man das dann auch wieder nur für bestimmte Wände anwenden. Ja, so viel zu der Ansicht. Noch ein letzter Hinweis fällt mir gerade ein. Wenn Sie der Rahmen stört, kann man den auch einfach ausblenden. Ja, das ist auch ein bisschen, gerade kann man da ein bisschen Anfänger ein bisschen ärgern. Ja, wenn Sie den Rahmen einfach ausblenden in diesen 3D-Schnittrahmen, dann gehen Sie hier auf. Weil wenn Sie nämlich deaktivieren, das machen dann manche, ja, die gehen einfach hier rein und sagen, ja, ich will ihn nicht sehen, aber wenn ich ihn deaktiviere, dann sehe ich wieder alles. Gehe jetzt mal auf Anwenden. Sehen Sie das gesamte Gebäude, jetzt kann ich ihn wieder aktivieren. Und wenn ihr aber dann ist der, ups, hat er hier zurückgesetzt, das ist super. Ja. Ah, okay, machen wir es rückgängig. Ich hoffe, das geht noch. So, jetzt habe ich ihn wieder. Leider zurückgesetzt, wenn Sie wieder an- und ausschalten. Aber Sie können aber auch ausblenden. Ja, dann ist er immer noch aktiv, aber ausgeblendet. Gehen Sie genauso vor, Element ausblenden. Und dann sehen Sie das ohne diesen Rahmen. Genauso können Sie auch hier über VG die Ebenen ausblenden, wenn Sie hier die Ebenen stören. Ich lasse mal an, weil für die Treppen ist ganz praktisch. Das finden Sie unter Beschriftungskategorie. Dann finden Sie die Ebenen, hier können Sie die anderen ausblenden. So, soviel zu den Einstellungen. Ich hoffe, das war jetzt nachvollziehbar. So in der Kürze, wie gesagt, ich hatte dazu zu diesem 3D-Schnitt auch schon mal ein extra Tutorial gemacht. So, nachdem wir nun die Ansicht alle eingestellt haben, können wir jetzt anfangen, hier die Treppe zu modellieren. Und ja, das mache ich immer am liebsten im Grundriss. Also ich tue mich jetzt hier in dem Grundriss, wo die Treppe losgeht. Das ist eigentlich so der Vorgang, den ich ja bevorzuge. Hier wird die modelliert und habe allerdings immer noch die Ansichten zum Bearbeiten, entweder auf oder sogar auf einen Bildschirm, je nachdem, wie das möglich ist. Dann gehe ich hier auf die Registerkarte Architektur und finde hier unter Erschließung die Treppe. Gehe dann hier auf Treppen. Und jetzt muss man wirklich ein bisschen darauf achten, dass wir hier die Einstellungen richtig tätigen, denn die lassen sich nicht alle im Nachhinein korrigieren. Einige schon, da ist das relativ flexibel, aber nicht alle. Gerade was so die Geometrie angeht, in allen drei Dimensionen, das ist im Nachhinein nicht so ohne weiteres editierbar. Wie gesagt, ich kann es nicht. Das heißt nicht so, dass man gar nichts ändern kann, aber die Erfahrung hat gezeigt, ne, wenn ich an der Treppe etwas ändere, die ist ja dann, muss ja quasi neu berechnet werden, neu aufgebaut werden und das ist dann nicht immer möglich im Nachhinein. Ja, deswegen ist es wichtig, hier die Einstellung im Unterschied zu einigen, zu den meisten anderen Bauteilen möglichst von Anfang an richtig vorzunehmen, um halt im Nachhinein dann weniger Ärger zu haben, um die Treppe eventuell nochmal neu machen zu müssen. Ja, zunächst gehen wir hier in die Eigenschaften-Registerkarte und wählen hier erstmal aus die Fertig, die Treppenart. Ja, ich habe leider vergessen, die zu löschen, habe die schon mal angelegt. Ja, normalerweise ist die bei Ihnen nicht zu sehen. Ich gehe jetzt hier auf Fertigbeton-Treppe, gehe dann hier auf Typ bearbeiten und gehe dann hier auf Duplizieren. Ja, warum mache ich mir eine Kopie davon? Naja, ich habe ja nochmal eine Treppe ähnlicher Art, das ist auch aus Fertigbeton, vom Erdgeschoss ins Obergeschoss. Die hat dann ein bisschen anderen Aufbau, ja, andere Belege und so weiter, vielleicht auch andere, was weiß ich, Stufenformen und deswegen mache ich mir da hier eine Kopie davon, gehe also hier auf Duplizieren und nenne die dann einfach Fertigbetontreppe KG. Wie gesagt, das habe ich hier schon gemacht, ja, deswegen nehme ich jetzt einfach die und arbeite hier weiter. Hier finden Sie jetzt so verschiedene Einstellungen, ja, zum Beispiel die maximalen Stufenhöhen, Mindestauftrittsbreite, die Mindestlaufbreite und so weiter, das kann man ja alles anpassen. Ganz wichtig ist die Berechnungsregel, ja, für den einen oder anderen, wenn man hier kann man noch eingreifen, wie berechnet sich das Ganze. Und ansonsten haben Sie hier nochmal verschiedene Lauftypen, ja, das können Sie auch nochmal einstellen. Da gibt es auch nochmal so ein paar Einstellungen. Die Wärme jetzt am Anfang sollte es eigentlich soweit passen, ja, die kann man auch im Nachhinein noch korrigieren, ja, das. Also solche Einstellungen gehen eigentlich ganz gut im Nachhinein noch. Deswegen gehe ich jetzt mal mit drüber hinweg. Dann gerader Schnitt, okay. Passt auch, Verbindungsmethode. Ja. Und ja, so weit, so gut. Ich zeige es nochmal an. Ja, falls Sie es nachmachen wollen, dann sehen Sie nochmal die ganzen Einstellungen, die ich hier getätigt habe. Und gehe jetzt hier auf OK. Jetzt kommen wir zur Geometrie. Jetzt gehen wir nämlich hier die Höhe ein. Und das ist eben das, was ich meine. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Das ist im Nachhinein dann nicht mehr so ohne weiteres zu ändern. Das heißt, von wo soll die Treppe losgehen und wo soll sie aufhören? Also sie geht jetzt hier los, das zeigt dann mal automatisch an, wenn Sie die entsprechende Grundrissansicht gewählt haben. Das ist die Arbeitsebene von unserer Ansicht, wo ich gerade mich bin, also von minus,
KG Oberkante Rohfußboden. Ja, also minus 1. Die können wir lassen. Ja, dann haben wir hier einen Versatz und dann geben wir einen Versatz ein von 25 cm. Das ist der Fußbodenaufbau. Ja, die geht quasi auf der Rohdecke los und dann kommt halt dann der Fußbodenaufbau von 25 cm. Jetzt zeigt er uns die nächstbeste Höhe an. Ja, was ist die nächstbeste Höhe? Wenn das quasi hier die Ausgangshöhe ist, hier unten die blaue Ebene, dann wäre eigentlich die nächste Ebene hier die Höhe Oberkante Fertigfußboden. Macht allerdings keinen Sinn, da ist der Differenz zu gering, seine Treppe braucht. Das heißt, er nimmt das hier als nächstbessere Höhe. Ja, das ist dann quasi Unterkante Rohdecke Kellergeschoss. Aber das soll es nicht hin, das soll quasi bis zur Oberkante Rohdecke oder Rohfußboden Erdgeschoss gehen. Ja, da tun wir das ja noch einstellen. Wechsel also hier Oberkante Rohfußboden, Erdgeschoss. Auch hier haben wir wieder einen Fußbodenaufbau von 25 cm. Jetzt zeigt er uns hier unten, das kann man nicht ändern, aber er rechnet es gleich schon mal aus, die gewünschte Treppenhöhe an. Das wären dann 2,75 m. Dann die Anzahl der Stufen. Auch das sollte man möglichst hier schon einstellen. Das sind 16 in dem Fall. Die Bewehrungsüberdeckung, das können wir jetzt hier ignorieren. Das können Sie dann später noch einstellen, wenn Sie das Ding bewehren wollen. Den Rest rechnet er jetzt hier aus. Sie sehen, wenn Sie die Anzahl der Stufen ändern, dann ändert sich hier dann die Stufenhöhe. Man könnte jetzt noch die Auftrittsbreite hier vorgeben. Ja, das können wir jetzt aber ignorieren. Und wo soll das der Auftritt los ist bei Stufe 1? So, dann hätten wir das. Hier haben wir, glaube ich, das mal alles eingestellt. Jetzt tun wir hier nochmal schnell hier den Treppentyp wählen. Denn je nachdem, was für einen Treppentyp Sie hier wählen, ändert sich hier die Optionsleiste, gegebenenfalls auch die Eigenschaften. Auf die Optionsleiste auf jeden Fall, die Eigenschaften vielleicht sogar auch. Ja, Sie gehen mal jetzt hier auf Treppentyp. Ja, Sie sehen, das ist gleich geblieben in dem Fall. Ja, besser ist, man tut gleich den Treppentyp wählen, ja, bevor Sie dann hier die Eigenschaften anpassen, weil ich nicht genau weiß, ob eventuell dann hier auch noch Sachen in den Eigenschaften sich ändern. Aber die ändern sich, glaube ich, nicht. Aber die Optionsleiste ändert sich. Ja, das heißt, bevor Sie in die Optionsleiste gehen, hier nochmal den Treppentyp wählen. So, jetzt können wir bestimmen, wo ist die Basislinie und das sagen wir hier Auflage außen rechts, das ist okay. Dann eine relative Basishöhe brauchen wir nicht, die können wir auf 0 lassen. Die Laufbreite, also das ist dann 1 Meter von hier bis hier, das passt auch. Ein Podest brauchen wir nicht und Vorschau brauchen wir jetzt auch nicht spiegeln oder so. Das sind nochmal das nächste, also die Einstellungen, die Optionsleiste und dann haben wir hier noch Einstellungen. Wie gesagt, hier den Typ. Wir machen das Ganze, machen jetzt den Treppenlauf, tun wir konstruieren. Wir wollen jetzt hier kein Podest oder tragendes Bauteil noch konstruieren. Das brauchen wir nicht. Wir nehmen eine Standardtreppe, U-förmig. Und hier noch das Geländer. Und da sagen wir, wir wollen keins haben. Ja, Sie könnten jetzt theoretisch hier noch das Geländer gleich automatisch mit erstellen. Das möchte ich nicht. Ich möchte das nochmal gesondert machen. Und deswegen schalte ich das hier aus. So, jetzt haben wir die Treppe. Und wenn ich jetzt hier reinklicke, dann hängt die mir jetzt hier schon am Fadenkreuz. Ja. Und so sieht die jetzt aus. Hat jetzt quasi berechnet, ja, anhand der Eingaben, die ich getätigt habe. Und die ist natürlich jetzt noch nicht in der richtigen Position. Jetzt kann ich sie erstmal drehen. Das mache ich am besten mit der Leertaste. Sie können sie so erstmal absetzen und im Nachhinein drehen mit den üblichen Drehvorgängen. Allerdings müssen Sie Folgendes beachten: Wenn Sie mit der Leertaste drehen und Sie sind jetzt hier innerhalb des Gebäudes, dann erkennt er hier so Linien. Ja, und da kann es Ihnen passieren, wenn er jetzt irgendwelche Linien erkennt, dass er dann versucht, das anhand dieser Linien auszurichten. Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier drehe, dann, na, das habe ich wieder, jetzt zum Beispiel, jetzt macht er das. Jetzt macht das auf einmal so schräg. Ja, und jetzt bleibt er auch so schräg. Ja, das ist ziemlich nervig. Deswegen machen Sie folgenden Trick, wenn Sie das nicht wollen, dass Sie einfach hier rausgehen, ja, wo keine Linien sind und jetzt hier drehen und dann ist immer 90 Grad. So, und dann gehen Sie wieder rein und jetzt habe ich die richtige Position und setze jetzt hier die Treppe an der Ecke hier ab. So, soweit so gut. Die Treppe ist positioniert, zumindest was diese Ecke hier angeht. Und man sieht hier schön auch, wo geht's los. Also so an der Symbolik, hier geht es auch die Stufe 1, also hier ist der Antritt und dann ist hier bei 16 die letzte Steigung. Jetzt müsste man natürlich noch die Treppe in die richtige Form bringen, ja, dass sie dann auch hier unserer Konstruktion folgt. Und das ist oftmals der Knackpunkt bei diesen Standardtreppen. Wenn Sie jetzt die Treppe hier abgesetzt haben, und Sie können sie nochmal explizit auswählen. Sie sind immer noch in dem Treppenbefehl, ne, den ich ja in dem anderen Tutorial schon erklärt habe. Aber um die Treppe nochmal zu verändern, ja, müssen Sie sie nochmal anklicken. Und jetzt haben wir sie quasi ausgewählt. Und jetzt werden hier auch nochmal die Eigenschaften nochmal anders dargestellt. Hier Treppenlauf sehen Sie jetzt hier, ne? Vorher waren wir hier bei Treppe. Ja, jetzt sind wir hier bei Treppenlauf. Und
Und jetzt haben wir hier, werden sogenannte Formgriffe sichtbar. Ja, die kennt man vielleicht schon von anderen Bauteilen, ja, oder von AutoCAD gibt es das auch, ja, solche Griffe. Und anhand deren kann man nun die Geometrie, die Grundrissgeometrie ändern. Die gibt es im Übrigen auch hier in einer 3D, also in einer anderen Ansicht. Zum Beispiel in der 3D-Ansicht gibt es die teilweise. Ja gut, da gibt es so gut wie gar keinen. Hier unten gibt es, das ist glaube ich alles Quatsch. Ja, 3D-Ansicht gibt es die glaube ich nicht. Ja, na, da gibt es gar keine. Eventuell gibt es vielleicht die Richtungsänderung. Zumindest könnte es sein, dass es dies dann noch gibt, dass Sie hier einfach die Treppe umkehren können, dass es nach unten geht. Das könnte sein, dass hier noch verdeckt ist. Aber ansonsten können Sie hier in 3D-Ansicht nicht viel ändern. Aber hier zum Beispiel in einem Schnitt, ja, wahrscheinlich auch in einer Ansicht, ja, also in einer 2D-Ansicht, ja, dann finden Sie auch hier die Formgriffe wieder und könnten auch theoretisch hier Änderungen vornehmen. Ja, genauso hier. Ich mache es allerdings, wie gesagt, im Grundriss, finde das da praktischer. Und jetzt klicke ich Sie an. Und dann gibt es drei verschiedene Arten von Formgriffen. Einmal hier die Dreiecke. Ja, damit können Sie jetzt die Richtung der Treffenstufen innerhalb der Konstruktion ändern. Also nicht die Richtung, sondern die Position. Sie fassen das hier an und ziehen. Jetzt ziehe ich quasi die Stufen nach vorne. Damit gehen die hinten nach hinten. Ja, ich lasse es mal kurz hier so fallen. Oh, sollte eigentlich. Ich habe wahrscheinlich den falschen Griff erwischt. Sind ziemlich dicht beieinander. Ich zoome mich mal ein bisschen ran, damit ich hier. So, jetzt haben wir den. Ah, jetzt merke ich es wieder rum. Ach, schöner Vorführeffekt. Normalerweise sollten jetzt die Stufen hier mitkommen und nach vorne gehen. Ja, jetzt macht das. Und die Zahl der Stufen sollte gleich bleiben, der Steigungen. Nur er macht es nie, weil irgendeine Regel verletzt ist hier. Ich versuche von der anderen Seite. Ich ziehe mal hier und jetzt sollte die. Jetzt geht's. Ja, man sieht hier, bleibt 16, er geht halt nur nach hinten. Okay, wieder auf rückgängig. Das waren die Dreiecke. Dann gibt es natürlich hier noch den Kreis. Mit dem kann ich jetzt dasselbe machen, nur bleiben die Stufen hier gleich. Es kommen nur welche dazu. Ja, in denen jetzt noch, können Sie auch hier oben schön im Schnitt verfolgen oder in der Schnittdarstellung. Wenn ich jetzt hier den Kreis anfasse und jetzt hier ziehe, dann ändert sich die Stufenanzahl. Sehen Sie ja 16 plus 3 und so weiter und dann wird es auch hier mehr. Ja, so können Sie quasi noch Stufen hinzufügen. Auch das mache ich wieder rückgängig. Unterschied zwischen Dreieck und Kreis dürfte jetzt klar sein. Dann gibt es hier noch dieses Dreieck an dieser Position. Damit können Sie die Laufbreite ändern. Ja, wenn Sie jetzt hier drauf gehen, dann wird die Treppe breiter, sofern das hier geht. Dann wird er wieder rummeckern, weil das wieder Schlüssel von der Seite. So. Ja, Sie sehen schon, man kann das nicht beliebig ändern, ja, weil er muss ja immer versuchen, er versucht immer die Treppe zu konstruieren und wenn das nicht geht, ja, wenn Sie eine Geometrie hier zusammenziehen über die Griffe, wo er keine Treppe rein konstruieren kann, dann kriegen Sie halt die Fehlermeldung. Trotzdem würde ich gerne mal machen, aber kleiner, vielleicht geht das wenigstens. Ja, das geht schon. Jetzt weist er mich darauf hin, dass ich jetzt die Laufbreite verändert habe. Ja, mal sehen, das war erst 1 Meter, das haben wir ungefähr die Hälfte. Ja, das können Sie mit diesen Griffen hier machen, ja, mit diesen Dreiecken. So, zuletzt gehen wir mal auf die Griffe ein, die wir eigentlich hier bräuchten. Und zwar sind das die Quadrate. Ja, mit denen können Sie jetzt hier die Treppe oder diesen Laufteil der Treppe von dieser U-Form jetzt nach oben schieben oder diesen Teil der U-Form nach hinten, ohne dass die Breite sich ändert. Und jetzt könnte man auf die Idee kommen zu sagen, naja, ich brauche die Treppe hier, dann fasse ich sie einfach an und schiebe das jetzt hierher. Das geht leider nicht. Ja, dann kann er sie nicht konstruieren. Und auch hier von der anderen Seite, gut, da passt eh fast. Jetzt könnte man einen folgenden Trick machen, dass man sagt, naja gut, er kann es vielleicht mit dieser Form nicht konstruieren, aber ich kann die ja ändern, hier den Verziehungsstil. Ja, gerade bei diesen gewendelten Treppen ist das immer so eine Sache, ja, bei dieser einfachen Treppe ist das nicht so problematisch, da kann man mit diesen Griffen viel mehr machen, aber bei dieser gewendelten Treppe ist immer die Konstruktionsform ein bisschen heikel. Jetzt kann ich sagen, gut, ich nehme eine andere Form, zum Beispiel hier punktbezogen und kann es damit nochmal versuchen, gehe hier rein. Und geht aber auch nicht. Ja, also auch wenn Sie die Form ändern, wird es nichts. Gehe wieder auf rückgängig. Und ich muss gestehen, ich bin dann früher meistens gescheitert dran. Und es gibt aber folgenden Trick, ja, den Sie anwenden können, wie Sie doch noch der Sache zumindest näher kommen und vielleicht sogar auch die endgültige Form erreichen, die Sie haben wollen, indem Sie einfach die Treppe anfassen und das nicht versuchen, alles auf einmal zu machen, sondern peu à peu, also Schritt für Schritt, ja. Das heißt, ich schiebe das mal so ein bisschen nach oben. Ja, und das sieht, da kommen wir schon der Sache näher. Und noch ein Stück. Ja, weil so gebe ich dem Algorithmus Zeit, hier eine passende Form zu finden. Und
noch ein Stück, so. Und wir werden wahrscheinlich irgendwann an die Grenze kommen, wo es dann nicht geht. Ja, sind wir schon da. Und dann können wir noch versuchen, jetzt nur an der anderen Formgriffen zu spielen. Ja, dass man so irgendwie so ein bisschen hin und her schiebt. Zum Beispiel könnte ich jetzt sagen, na gut, dann mache ich halt hier noch eine Stufe hinzu. Dann kann das vielleicht besser dann hier berechnen. Ja, sind wir noch ein Stück weiter. Und hier auch. So. Jetzt sind wir eigentlich schon, gut, die mit der Stufe, die jetzt so hoch ist, das tun wir erstmal ignorieren. Ja, das können wir jetzt erstmal so lassen. Warum? So eine Stufe, die jetzt zu viel ist, die kann man noch relativ leicht löschen, indem man dann einfach hier das Ganze in eine Freitreppe konvertiert und dann kann man die Stufe dann, das zeige ich dann nochmal später, dann kann man dann die Stufe einfach löschen. Deswegen ist es immer leichter, einfach eine Stufe zu viel zu machen und sonst die Form anzupassen, anstatt meinetwegen so eine Ver anstatt dass man dann hier in diese Verzerrung eingreifen muss. Auch wenn man jetzt in so einer Freitreppe ist, ja, wenn Sie das Ganze halt umwandeln, das habe ich früher immer gemacht, dass ich das immer dann meistens relativ schnell in so eine skizzierbare Treppe konvertiert habe, weil ich dann einfach hier die einzelnen Sachen, Bestandteile eher editieren konnte. Und dann ist auch trotzdem günstig, wenn Sie meinetwegen bloß da eine Stufe löschen müssen, als wenn Sie hier in diese Verzerrung eingreifen müssen, weil das ist natürlich dann auch viel Handarbeit ist. Was Sie auch machen können, bevor ich das vergesse, gerade bei diesen verwinkelten Treppen oder bei diesen verzerrten Treppen, die hier quasi um die Ecken gehen, dass Sie hier einfach die Anzahl der parallelen Stufen am Anfang und am Ende verringern oder erhöhen. Ja, auch das ist nochmal eine Schaltmöglichkeit, die Sie einsetzen können, falls notwendig. Ich lasse es mal so, weil das sollte sich eigentlich ausgehen. Und jetzt werde ich allerdings erstmal hier aufhören und die Treppe in den anderen Ansichten positionieren. Denn wenn Sie hier mal schauen, dann sehe ich hier oben, die ist hier unten noch nicht optimal. Ja, das könnte ich noch besser. Und deswegen gehe ich jetzt hier auf Ausrichten und wähle jetzt hier diese Kante aus und schiebe die jetzt hier ran. So. Und was sehen wir hier noch? Ja gut, das sehen wir, in dem Schnitt sehen wir jetzt nicht viel, aber hier haben wir jetzt noch eine Stufe, die zu hoch ist. Okay. Und jetzt haben wir durch das Schieben hier noch einen leichten Versatz, den können wir jetzt auch noch korrigieren. Hoffe ich mal, dass wir jetzt hier die Treppe anfassen und hier an dem Griff noch rüberschieben und hier einrasten. Hier ist es übrigens wichtig, oder ich fand das praktisch, wenn ich hier kein Input hier an meiner Wand habe. Sofern Sie die Treppe bis zur Rohbauwand schieben wollen, ja, also je nachdem, wann Sie verputzen wollen, was Ihnen da lieber ist. Wenn Sie die Treppe quasi im Rohbau haben, dann empfiehlt es sich hier den Putz auszuschalten, weil Sie die Linien lassen sich schwer einfangen. Ja, wenn die so dicht beieinander liegen, wenn die Putz, wie ich jetzt noch sehen würde, bei 1,5 cm, dann ist nie ganz so einfach jetzt ja, einzurasten, jetzt bei der Putzschicht außen oder bei der Rohbauwand innen. Deswegen habe ich hier jetzt nur den, weil ich halt im Rohbau haben möchte, hier die Wand bis zum die Putzschicht ausgeschaltet. Aber das ist ja natürlich Geschmackssache oder wie Sie es dann später auch umsetzen wollen auf der Baustelle, sofern Sie das Haus überhaupt bauen wollen. Jetzt haben wir das eingestellt und jetzt haben wir noch 16 plus 1, ja, aber das können wir dann auch nochmal kontrollieren, ob wir das vielleicht sogar so lassen können. Man kann natürlich jetzt auch versuchen, hier nochmal zurückzugehen. Vielleicht macht er das sogar, ja, da meckert er rum. Okay, zur Not muss ich es halt dann manuell löschen. Aber machen wir erstmal weiter. Jetzt würde ich sagen, gehen wir hier erstmal auf OK und tun die Treppen erzeugen. Jetzt kommt nochmal der Hinweis, dass die Stufe halt eine Stufe zu viel ist. Ja, das werden wir dann auch gleich sehen. Das sehen wir auch hier schon. Ja, ja, kann ich das mal ignorieren. Das kann ich speichern, tun wir jetzt nicht. Und jetzt schaue ich mir mal die Treppe hier von der anderen Seite an. Also hier, ich bin jetzt, hier ist jetzt beim Antritt. Das passt alles, haben wir eingestellt. Ach nee, was wir hier noch korrigieren können, ist hier, dass wir das Ganze noch nach hier unten ein bisschen verlängern. Dazu muss ich noch mal kurz die Treppe in den Bearbeitungsmodus rein. Sie sehen, wenn Sie die Treppe anklicken, haben Sie hier noch mal Möglichkeiten, auf die Exemplareigenschaften einzugehen. Zum Beispiel hier die Anzahl der Stufen noch mal zu verändern. Ist auch nichts zu empfehlen. Habe ich schlechte Erfahrungen damit gemacht. Man kann es versuchen. Oder hier auf die Typeneigenschaften. Da können wir auch noch dran rumspielen. Oder wenn wir jetzt hier auf Bearbeiten gehen, also Doppelklick oder hier Treppe bearbeiten, dann kommen wir auch noch mal hier in die anderen Eigenschaften rein, halt, Treppe allerdings auswählen vorher und da können wir auch noch ein paar Sachen ändern. Ja, dass Sie nie irritiert sein, je nachdem, was Sie hier, in welchem Modus Sie gerade sind, zeigt er hier auch andere Eigenschaften an. Wenn ich jetzt hier drinnen bin, dann die Treppe anklicke, dann kann ich den Treppenlauf bearbeiten und wenn ich jetzt hier wieder auf Treppe gehe, dann habe ich vorhin die Eigenschaften, die ich vorhin auch schon hatte, wo ich nicht im Bearbeitungsmodus drinne war.
Ja, und was möchte ich hier ändern? Also, das bin ich hier falsch. Treppe anklicken und hier auf Treppenlauf. Und ich möchte hier oben noch unterhalb der Steigung, also auf minus 25, das Ganze verlängern. Jetzt hat er uns hier das Ganze hier noch so quasi nach unten gezogen. So haben wir dann einen schönen Abschluss hier. Wenn man das will, ja, das ist natürlich auch wieder Geschmackssache, ja, wie Sie das haben wollen. Okay, jetzt möchte ich nochmal abschließen und nochmal die andere Seite mir anschauen. Dazu nehme ich hier meine Schnittlinie und fahre die einfach nach hier oben und schauen wir das jetzt hier an. Und hier sehen wir jetzt, aha, die Treppe ist natürlich hier noch zu hoch. Aber jetzt können wir Folgendes machen. Wenn Sie übrigens hier draufklicken, erscheint hier wieder ein Griff. Damit können Sie jetzt die Laufrichtung ändern. Jetzt ist sie quasi in die andere Richtung. Ich mache es wieder rückgängig. So, und jetzt werde ich hier nochmal diese Stufe wegmachen und da kann man auch folgenden Trick machen. Sie können versuchen, das hier zu ändern. Ja, ich kann es ja mal kurz versuchen. Ja, aber das bringt nicht viel. Ja, wie Sie sehen, dann tut er die ganze Treppe neu berechnen und so weiter. Das passt nicht wirklich. Gehe auf rückgängig. Hier genügt es eigentlich, folgenden Trick zu machen, zu sagen, ja, ich gehe jetzt hier wieder auf, wo war es hier, auf Treppe bearbeiten. Jetzt muss ich gucken, wo das war, die Einstellung. Und dann kann man hier mit Steigung endet das nicht, sondern ohne Steigung. Ja, und dann passt das hier auch schon. Ja, so ist das auch ganz okay. Ja, da haben wir hier auch wieder 16. Mit diesem kleinen Trick habe ich jetzt hier mit die Treppe anpassen können. Wie gesagt, das können Sie auch hier nochmal versuchen zu ändern. Das ist der Verziehungsstil. Auch hier haben Sie nochmal Schaltmöglichkeiten, ja, an diesen verzogenen Treppen zu arbeiten. Und was auch nochmal interessant ist, ist hier, warum das ja gerade abschließt. Das finden Sie unter den Typeigenschaften. Und dann gibt es hier, das war bei hier, nee, boah, das sagt, das kann ja nicht. Wo war das? Ich glaube, wir müssen auf die Treppe gehen. Dann müssen wir hier umschalten, dann auf Treppe, dann hier auf Typ bearbeiten. Gerader Schnitt, hier Verbindungsmethode, gerader Schnitt und dann können Sie auf Ausklinkung gehen und dann sieht das so aus. Ja, also da können Sie auch nochmal dann rumspielen. Und das sind halt so ein paar kleine Beispiele, wo Sie jetzt hier Sachen ändern können. Ich denke, die Treppe dürfte jetzt soweit okay sein. Nochmal auf Abschluss gehen. Hier nochmal kontrolliert. Man sieht hier oben, der Fußboden ist noch nicht verlegt hier in dem Bereich, aber ich habe ja hier meine Referenzebene und da sehe ich hier, das ist gebündigt, das passt. Dann kann ich dann hier mit dem Fußboden verlegen und hier anschließen und können wir zur Kontrolle nochmal hier nochmal im anderen Schnitt. Gut, da sehen wir das nicht allzu gut, ja. Aber wir können zur Kontrolle hier nochmal den Schnitt nehmen, der ist ja eigentlich am günstigsten diesbezüglich und auch hier unten passt der Anschluss auch sehr gut. Ja, hier sieht man, jetzt geht die Stufe los und das ist okay soweit. Ja, jetzt können wir im nächsten Schritt hier, was die Treppe angeht, sind wir jetzt eigentlich fertig. Ja, die passt. Ach so, ich wollte Ihnen noch zeigen für den Fall, dass es nicht so funktioniert. Ja, dass Sie mit den Formgriffen nicht ans Ziel kommen. Dass Sie mit aller Spielerei die Sache halt nicht funktioniert. Dann können Sie Folgendes machen. Und zwar gehen Sie hier rein. Ja. Und gehen dann auf Treppe bearbeiten und dann können Sie versuchen, die Treppe zu konvertieren. Dazu klicken Sie die Treppe an. Das muss allerdings auch nicht immer funktionieren. Ja, also wenn Sie die Standardtreppe quasi abgesetzt haben, geht das auf jeden Fall. Also sobald Sie auch mit den Formgriffen daran rumspielen, kann es passieren, dass Sie es auch nicht mehr konvertieren können. Aber wie gesagt, versuchen Sie einfach, ist immerhin eine Option, die Ihnen vielleicht dann helfen kann, diese Treppe noch den letzten Schliff zu geben. Ich klicke jetzt mal an, gehe jetzt hier auf Konvertieren. Jetzt weist er mich darauf hin, dass das nur in eine Richtung geht. Ich mache quasi jetzt eine Freitreppe raus. Es ist dann keine Standardtreppe mehr mit Formgriffen, sondern eine freie Treppe, also oder eine skizzierbare Treppe. Gehe jetzt hier auf Schließen. Und ja, es sagt eben, Treppe konnte nicht erstellt werden. Ja, das ist eben wieder der springende Punkt. Ja, das geht eben auch nicht immer. Aber dennoch lassen Sie mich das Ihnen trotzdem noch zeigen. Ich werde die Treppe einfach mal jetzt, kann ich die hier einfach kopieren? Ne, das geht glaube ich so nicht. Da muss ich erstmal hier auf Abbrechen gehen. Und jetzt tue ich die mir einfach mal hier rüber kopieren. Mache dann mal eine Kopie davon und versuche die mal in eine andere Form zu bringen. Weil die passt ja, deswegen kopiere ich mir die jetzt. Und gehe mal auf Bearbeiten. Jetzt habe ich ein bisschen rumgespielt, ja, an der Treppe und versuche die jetzt mal wieder ein bisschen, ja, wie machen wir das am besten?
Das, na. So. So. Ich versuche halt nur eine FUM zu bringen, die ich auch konvertieren lässt. Ja, einfach hier ein paar Stufen hinzufügen. Vielleicht genügt das schon. Gehen wir hier auf Schließen. Ja, jetzt hat es funktioniert. Ja, ich habe mal Stufen hinzugefügt und das ist jetzt keine. Wenn Sie die jetzt anklicken, sehen Sie, Sie haben jetzt hier keine FUM-Griffe mehr. Das ist jetzt eine so eine Treppe, also eine Freitreppe nenne ich, sage ich immer dazu, oder Skizziertreppe nach Skizze. Und jetzt können Sie hier sagen, auf Skizze bearbeiten. Ja, und jetzt sehen Sie hier, wenn Sie auf Skizze bearbeiten gehen, können Sie jetzt hier auf die einzelnen Sachen zugreifen. Ja, Sie können jetzt hier so eine Steigung nehmen, die hier einfach hier verändern. Und deswegen hatte ich Ihnen vorhin gesagt, naja, wenn ich halt zu viel Steigung habe, dann tue ich die halt löschen. Ja, schmeiß die hier raus. Und kürzt das hier ab. So, so. Und das tun wir hier stutzen. Hat. Also hier stutzen. Ah, falsche Seite. Also stutzen ist dann so und so. Bah. Ich habe benutzt den Befehl. Ich glaube, das ist die Stutzen. Ich glaube. Jetzt. So. Und jetzt habe ich die quasi korrigiert. Ja. Gut, dann mal schauen, ob er das jetzt wirklich auch berechnen kann. Und hat funktioniert. Ja. Deswegen hatte ich vorhin gesagt, wenn Sie die Treppe über diese Form machen, dann würde ich versuchen, an Ihrer Stelle einfach nur Stufen hinzuzufügen. Halt schauen, dass diese Verwindungen hier passen, ja, weil die zu ändern ist aufwendiger, aber auch die lassen sich in so einer Freitreppe relativ schnell ändern, das zeige ich auch gleich nochmal. Und dann brauchen Sie halt nur ein paar Stufen löschen. Das Problem ist allerdings, dass darauf sollte ich auch nochmal fairerweise hinweisen, wenn er das jetzt berechnet, heißt das aber nicht, das muss ich gucken, achso, ich brauche die 3D-Ansicht, die ist hier unten. Achso, die haben wir jetzt ja ausgeschnitten, okay, auch kein Problem, dann machen wir einfach hier die 3D-Ansicht mal an. Gehen wir hier rein und dann sehen wir hier die Treppe und das ist die eben, die wir jetzt gerade verändert haben. Ja, da müssen wir allerdings mal ein bisschen drunter gucken, ja, ob dann hier irgendwie dann hier vielleicht dann irgendwelche unschönen, ja, Übergänge entstehen, ja, weil er halt dann jetzt, weil sie jetzt mit der Freitreppe oder mit dieser Skizziertreppe gearbeitet haben. Ansonsten vielleicht noch der Hinweis, wenn Sie auf Treppe bearbeiten gehen, können Sie natürlich bei so einer skizzierbaren Treppe auch noch mehr Sachen machen, als hier ein paar Sachen zu löschen. Ja, Sie können ja diese Grenze entfernen, dann gehen Sie auf Begrenzung, machen halt eine neue. Ja, achte darauf, dass wirklich jetzt eine Begrenzung zeichnen. Anhand dieser, es gibt drei verschiedene Bestandteile so einer Treppe. Einmal die Begrenzung, dann die, also Begrenzung, das sind die grünen Linien, dann die Steigungen oder Stufen, ja, das sind diese schwarzen Linien und die Lauflinie ist dann hier diese blaue Linie. Ja, und das sind einfach drei verschiedene Bestandteile. Und die müssen immer sagen, jetzt ist immer zuordnen, wenn sie irgendwas zeichnen hier, was ist was. Ja, also ich gehe ja auf Begrenzung, jetzt wähle ich hier zum Beispiel einen Bogen aus und zeichne hier jetzt einen Bogen hin. Ja, und könnte jetzt hier diese Steigung jetzt hier verlängern. Gehe also hier auf mehrfach dehnen, wähle das hier als Grenzkante aus und verlängere das jetzt hier einfach. Ja, Sie sehen, so kann man ja auch relativ schnell dann an der Treppe arbeiten. Und ja, die Lauflinie können wir nicht so lassen. Gehen wir hier auf Verlauf. Okay. Und jetzt weckert er darum. Skizze kann kein Lauf erstellt werden. Aha. Jetzt können wir versuchen, die Lauflinie vielleicht auch noch zu winden. Mal, ob das geht. Ja. Gehen wir hier auf Lauflinie. Und ach, geht trotzdem näher. Skizze kann kein Lauf erstellt werden. Ja. Okay. Kann sein, dass jetzt die Form jetzt zu krass ist, dass er nicht berechnen kann. Ist jetzt leider ein blöder Vorführeffekt. Ja, jetzt tue ich ein bisschen gucken, was vielleicht, wenn ich es knicke, dann vielleicht geht es dann trotzdem. Aber man sieht es aber auch schön an dem Beispiel, auch das geht nicht beliebig. Ja, also irgendwo macht er dann auch Schluss. Ja, ich gehe mal hier auf Abbrechen und mache es nicht ganz so krass, weil ich doch nur Ihnen zeigen möchte, was man hier. Vielleicht habe ich das etwas zu sehr übertrieben hier. Gehe nochmal auf Skizze bearbeiten und zeige mal eine andere, die nicht ganz so krass ist. Eine Veränderung, die jetzt auch mit der Standardtreppe nicht geht. Sie können hier zum Beispiel, halt, ich gehe jetzt hier auf Steigung, also hier auf Bogen und könnte jetzt hier die letzte Stufe halt so machen. Genauso hier unten.
den Antritt und gehe wieder auf denen. Wichtig ist, dass die Lauflinie bis hier rangeht. Ja, gehe also hier auf denen und hier auch. Und ja, lassen wir es mal so. Ich habe das übrigens im Vorfeld getestet. Also man kann die theoretisch auch hier noch als Bogen machen. Ja, das Problem ist halt immer ein bisschen, es muss nicht immer funktionieren. Ja, einfach mal probieren. Ja, also es geht auch hier die Grenze als Bogen zu machen, ist mir auch schon gelungen. Ja, also das ist halt immer je nachdem, was hat man für Verwindungstyp eingestellt und so weiter. Auch das ist aber theoretisch möglich. Und jetzt gehen wir auf OK und das macht er auf jeden Fall machen. Und jetzt haben wir halt so eine Treppe hier, ja, die halt hier so eine Stufenform hat und so weiter. Ja, so viel zur skizzierbaren Treppe als, ich sag mal, als Fallschirm. Ja, falls irgendwie das doch nicht mit diesen Standardtreppen geht, mit diesen Formgriffen, können Sie es immer noch konvertieren. Und wie gesagt, mein Tipp ist, versuchen Sie halt möglichst die Verbindung hinzukriegen, sodass Sie einfach nur ein paar Stufen löschen müssen. Das geht halt dann wesentlich schneller. Sofern, aber wie gesagt, es hat auch keine Garantie, dass sich dann die Treppe modellieren lässt, beziehungsweise berechnen lässt. Also Sie können auch sich dann Fehlermeldung einhandeln, vor allen Dingen bei diesen verwindeten Treppen. Ja, bei der ist es relativ harmlos, aber auch da kann es dann zu Problemen führen bei Podest oder so. Okay, weil nicht jede Geometrie, also es lässt sich nicht jede beliebige Geometrie mit irgendeiner Treppenkonstruktion, sei es nun Wange oder Fertigbeton, so einfach berechnen oder auch umsetzen. Ja, das ist einfach wichtig, halt hier im Hinterkopf zu behalten, wenn Sie so eine Treppe hier mit diesen automatischen Tools modellieren. So, die kommen wieder löschen. Kommen wir zum Gelände, nee, zum Treppenauge bzw. zur Öffnung der Geschossdecke. Wenn wir jetzt mal reinschauen, das gehen wir erstmal da raus hier. Ja, wollen wir abbrechen. Und das tun wir jetzt hier löschen. Ich war noch im Treppenbefehl drin, das hatte ich vergessen. Und jetzt tun wir hier noch die Öffnung machen der Geschossdecke. Wir müssen normalerweise hier zwei Geschossdecken öffnen. Hier die tragende, ja. Und dann nochmal den Fußbodenaufbau. Brauchen wir im Prinzip doppelt. Ja. Was auch geht, das macht aber hier wenig Sinn, wäre einen sogenannten Schacht zu erzeugen. Ja. Also eine Schachtöffnung wäre jetzt eine Öffnung über mehrere Etagen. Das passt hier nicht, ja, weil die Treppenöffnungen verschieden sind. Wenn Sie allerdings ein Hochhaus erzeugen und dort quasi die Treppenhäuser machen, die quasi über alle Geschosse gleich sind, da können Sie auch mit solchen Schächten arbeiten. Ich werde Schächte hier auch an anderer Stelle verwenden, wenn ich den Kamin mache. Das werde ich über einen Schacht mitmachen, aber die Treppenöffnung, die mache ich hier manuell, ja, in den jeweiligen Geschossdecken, um da auch mal gezeigt zu haben. Klicke jetzt hier die Geschossdecke an und möchte jetzt hier das bearbeiten. Also hier im Schnitt kann ich es quasi schön auswählen. Hier im Grundriss werde ich es allerdings bearbeiten müssen, denn hier im Schnitt kann man die Grundrissform der Geschossdecke nicht bearbeiten. Ich klicke also jetzt hier auf den Grundriss, wo ich es bearbeiten will und gehe dann hier auf Begrenzung bearbeiten. Und jetzt bin ich hier in meinem Befehl drin, um mal die Begrenzung. Man sieht hier, das ist hier meine Geschossdecke. Und jetzt kann ich hier einfach eine, ich sage mal, Insel dazu, eine Insel rein konstruieren. Dazu gehe ich hier auf, ja, gehen wir hier auf Wand anklicken und klicken hier einfach hier die Wand an. Diese, sagen wir hier die falsche Ausrichtung, versuchen wir das nochmal. Okay, ich habe jetzt im Kern erweitern aktiviert. Okay, gehen wir nochmal auf rückgängig. Habe ich vergessen auszuschalten. Das haben wir zu viel rückgängig gemacht. Egal, nochmal. Also hier und das bitte ausschalten. Auf Kern erweitern. Das macht, ich werde die Außenkanten haben. Und hier, ich hoffe, es hat das gemacht oder auch nicht. Dann mache ich halt manuell. Achso, hier ist schon eine. Ja, das ist ja die andere, deswegen geht es jetzt nicht. Und dann können wir hier noch die Linie nehmen. Falsche Seite, drehen wir um. Und hier. Und gut, hier machen wir die manuell hier in der Mitte. Aber wobei, hier können wir auf Linie auswählen gehen. Das ist dieser Befehl. Und hier einfach die zwei Stufen. Ich glaube, so passt ganz gut. Können wir nochmal gucken, dann, ob das soweit passt. Jetzt müssen wir es noch beschneiden. Hier die Ecken und hier unten haben wir, glaube ich, ja, hier müssen wir das nochmal manuell machen. Hier unten gehen wir auch wieder auf Linie auswählen. Und nehmen hier diese. Wer will, kann das hier noch mit der Schloss aktivieren. Dann hängt das quasi hier an der Wand an. Und wenn sie jetzt die Wand verschieben würde, würde das entsprechend mitgehen. Ich tue mal jetzt darauf verzichten. Und gehe jetzt hier und tue das noch bereinigen. Ja, das muss ja noch ein geschlossenes Polygon sein. Oder Polylinie. Dazu gehe ich hier auf dieses Werkzeug, stutzen denen und mache jetzt hier einfach hier saubere Ecken rein. So. So. Und so.
Ja, ich zeige es nochmal hier, so sieht das jetzt aus. Das ist jetzt hier wirklich eine schöne geschlossene Pullelinie und geht jetzt hier auf OK. Und da haben wir noch ein Problem. Die haben wir noch, das ist nicht sauber geschlossen. Gehen wir auf Fortfahren. Ich vermute mal, hier gibt es ein Problem. Weil er mir hier das nicht als Punkt anzeigt. Die haben überall Punkte, nur hier nicht. Da gehen wir nochmal drauf. Und eventuell sind hier. Immer noch kein Punkt. Ist die Linie hier doppelt? Wenn man passieren, was man doppelte Linien hat. Nee, eigentlich nie. Ist die doppelt? Eigentlich auch nie. Okay, gehen wir auf rückgängig. Und ich kann die komischerweise auch nicht auswählen, interessanterweise. Jetzt mache ich das mal hier größer. Und gehe mal auf dicke Linie. So, dann sieht man die ein bisschen besser. Und mach das nochmal. Also die Linie und die. Okay. Und jetzt versuchen wir das nochmal. Aha, können wir nicht. Gehen wir mal auf Anzeigen. Ah, hier oben. Sehen wir das? Hier haben wir was. Das haben wir vorher noch gemacht. Da haben wir irgendwo hier Blödsinn gemacht. Eventuell habe ich hier eine Linie doppelt. Ne, habe ich auch nicht. Keine Ahnung, wie das entstanden ist. Tun wir es noch besch. Ja, Sie müssen ein bisschen aufpassen, wenn Sie auf den Wandbefehl gehen. Es kann sein, dass dadurch, ich hätte lieber auf Linie gehen sollen, wäre wahrscheinlich besser gewesen. Gehen wir jetzt mal auf OK. Und jetzt hat er es gemacht. Ja, wir wollen das nicht fixieren, die Wände oben an den Geschossdecken. Die gehen ja durch die Geschossdecken hinaus und würden die jetzt quasi unten aufhören. Das wollen wir nicht, also sagt man nein. Und ja, jetzt haben wir die Öffnung. Die sehen wir hier schön. Und vor allem hier unten sieht man es noch besser. Wenn wir jetzt hier reingehen, hier in unseren. Ach, jetzt haben wir den Schnitt deaktiviert. Na, Servus. Ah ne, ist die 3D-Ansicht. Hier sind wir jetzt drin. Und hier sehen wir jetzt unsere Treppenöffnung in der Geschossdecke. Und jetzt kommt die hier schön hoch. Und ja, jetzt können wir nochmal hier uns den Schnitt das genauer angucken. Hier den Übergang. Also hier unten, das passt eh. Aber hier oben, wenn wir in die Geschossdecke reinkommen. Ach ne, was wir hier nochmal kontrollieren können, ist. Hier geht die Öffnung los. Ne? Dass wir hier nochmal gucken, das sollte man immer machen, ob das hier sich noch ausgeht. Ja. Mit der Höhe, das sollte jetzt, jetzt müssen wir die Öffnung noch ein bisschen um die Ecke rumziehen, weil wie gesagt, hier ist es offen, aber hier ist es zu. Dazu gehe ich hier auf Messen, also wo ist das Messwerkzeug? Hier und mess mal, bitte, also hier den Abstand, weil es sieht ein bisschen, oh ja, da müssen wir ganz schön den Kopf einziehen, das wäre beinahe ein Fehler geworden, ja, man sieht es auch hier, ja, also hier der Abstand, hier, da ist zu gering. Da müssen wir noch ein paar Stufen rausgehen. Habe ich jetzt leider übersehen. Was müssen wir nochmal hier reingehen, das nochmal bearbeiten. Klicken das hier an, gehen auf Grundriss. Und ach so, da können wir gleich mal gucken, wenn wir hier sind, bis wohin können wir denn gehen. Ja, also 2 Meter Durchgangshöhe, wie bei einer Tür, sollten wir uns hier erhalten. Und das kann man natürlich auch ausrechnen. Ich vermute mal 2 Stufen bis zur dritten können wir wahrscheinlich gehen. Gehe also noch auf Messen. Und sehe hier, da haben wir noch 1 Meter, oh, 1,73 Meter. Und dann dürfte sich hier eventuell dann 1,90 Meter. Ach so, wir sind hier im Keller. Stimmt, ist ja der Keller, da sind die Geschosse nicht so hoch. Deswegen können wir da eigentlich 2,07 Meter. Ja, müssen wir eigentlich schon fast bis zur ersten Stufe rumgehen. Ja, okay, das gut zu wissen. Tun wir das noch korrigieren. Gehen wir hier auf Begrenzung bearbeiten, klicken wieder hier drauf, dann Begrenzung bearbeiten und müssen hier nochmal ein bisschen nachjustieren. Das können wir so nicht machen. Also gehe hier auf Linie auswählen, in dem Fall, dann mache ich hier noch, die können wir lassen, die können wir gleich übernehmen. Hier brauchen wir noch eine Linie und die können wir auch übernehmen, wenn wir sie knicken oder brechen. Gehe also hier auf Brechen und mache hier eine Lücke rein. Jetzt kann ich die Linie hier nehmen und ja, ich ziehe die jetzt hier auf diese Kante. Jetzt tut er hier rummeckern. Ja, Abhängigkeiten abbrechen. Mal wissen, was der für Abhängigkeiten hier sieht. Gehen wir einfach auf Ausrichten und nehmen diese Kante. Also machen wir einfach eine neue Linie, ist auch egal. Weiß nicht, was er da jetzt hier hat. Gehen wir einfach auswählen und.
nehmen diese Linie hier, verlängern die hier runter. So, okay. Jetzt gehen wir hier auf dieses Werkzeug, das finde ich immer sehr praktisch, ja. Mit dem kann ich jetzt hier das sauber verbinden. Hier und hier und hier und hier. Aha, hier waren Linien doppelt, deswegen gab es den Ärger. So, und jetzt haben wir das hier noch entsprechend erweitert. Gehen wir da auf OK. Und dann sagt man nicht fixieren wieder. Und jetzt sehen wir hier, das Treppenauge dürfte jetzt hier größer sein. Hier sieht man es vielleicht noch ein bisschen besser, hier im 3D. Genau, es geht jetzt hier um die Ecke. Ja. Und man sieht hier, jetzt sieht man hier den Bruch, ja, hier ist quasi der Bruch und da haben wir noch eine Durchgangshöhe von, ja, von 2 Meter circa, ja, das passt, ja, da muss man ein bisschen aufpassen, ja, dass man das nicht halt übertreibt und ja, jetzt haben wir das gemacht zum Schluss, ach so, was wir noch machen wollten, ist hier drüben die andere Seite nochmal checken, ja, also gehen wir hier auf unseren Schnitt und fahren den jetzt hier hoch. Und gucken uns das hier an. Ja, und da sieht es so aus. Da geht hier das hier rein. Und da könnte man auch noch ein bisschen nachjustieren, dass das hier meinetwegen ganz hier rein verschwindet. Ja, falls Sie dann einen monolithischen Übergang haben wollen. Ja, zwischen Treppe und Geschossdecke. Ja, sieht dann vielleicht von unten ein bisschen besser aus, wenn keine Lücke entsteht. Und das kann ich auch noch schnell ein bisschen korrigieren. Einfach hier nochmal auf Begrenzung bearbeiten gehen. Das habe ich vergessen, vorher die Ansicht auszuwählen. Ich überlege gerade, wenn ich jetzt die Draufsicht nehme, komme ich da vielleicht sogar besser an die Deckenansicht. Kellergeschoss, Deckenansicht, KG. Habe ich jetzt hier oben, das will ich auch hier unten haben bei meinen Grundrissen. So, das ist das. Ne, das ist das hier. Deckenansicht ist das hier. Und da zeigt er mir aber komischerweise die Treppen. Achso, die kann ich ja nicht sehen. Doch bei der Kellerdecke eigentlich schon. Mal gucken, ob die ausgeschalten sind. Nee, eigentlich nie. Okay, vielleicht ist die Schnittführung so, dass man es nicht sieht. Nee, das geht eigentlich nicht. Warum würde ich anzeigen bei der Decken? Weil ist das so eine Eigenschaft von der Deckenansicht. Okay, ich brauche die relativ selten, ja. Machen wir es doch im Grundriss, geht auch zur Not im Grundriss. Wir klicken die Treppe an, gehen hier auf, nicht die Treppe, sondern die Geschossdecke wollen wir verändern. Gehen hier auf Geschossdecke, na bitte. Dann gehen wir auf wieder Begrenzung bearbeiten. Wählen hier aus Kellergeschoss, Grundriss, KG, hätte ich vorher auswählen sollen, das mache ich halt hier. Ja, also weil Sie das hier auswählen in so einer Ansicht, wo Sie keinen Grundriss sehen, also irgendeinen Schnitt oder Ansicht oder. Im 3D könnte das auch funktionieren, ja. Dann fragt sie, wählen Sie eine Ansicht aus, wo Sie das machen können, ja. Und dann bietet mir an, jetzt Grundrissdarstellungen, ja, oder Deckenpläne oder halt 3D-Darstellungen. Okay, jetzt gehe ich hier auf dieses Ansicht öffnen und hat jetzt gesagt, ich muss das Ganze noch ein Stück näher führen. Also nehme ich jetzt hier die Linie und führe die noch ein Stück ran. Jetzt ist die hier irgendwie fixiert. So, hätte vorher ausmessen sollen den Abstand, habe ich leider vergessen. Ich schiebe es dann mit der gedrückten linken Maustaste hier ein Stück rüber. Vielleicht hat das schon genügt. Naja, für die Vorwürfzwecke genügt, jetzt habe ich das hier drin. Und jetzt können Sie noch folgenden Trick machen. Sie können die beiden Bauteile miteinander verbinden. Ja, dazu gehen Sie hier auf Ändern und dann finden Sie hier dies verbinden, Geometrie verbinden. Und jetzt gehe ich hier drauf, wähle zunächst hier die Treppe an, dann die Geschossdecke und jetzt hat er mir das hier schön verbunden. Gehen wir auf dünne Linie, sieht ein bisschen besser aus. Und jetzt habe ich hier die Verbindung zwischen beiden Bauteilen hergestellt und habe jetzt hier eine schöne Kante. Ja, ich hätte es noch ein bisschen schöner reinführen können, aber gerade so hat es genügt, damit das hier vernünftig aussieht. Ja, zum Schluss noch das Geländer. Dazu gehen wir folgendes, können wir auch wieder einen Grundriss machen. Bin wieder jetzt hier im Kellergeschoss Grundriss und wir finden hier unter Architektur hier noch die Geländer. Da gibt es die Möglichkeit, das hier überfahrt zu machen, sprich frei zu skizzieren oder halt auf einer entsprechenden Element wie Treppe oder Rampe abzulegen. Ja, wir machen in dem Fall das und dann haben wir es auch gleich geneigt. Gehen also hier auf Treppe und
Rampe oder Rampe. Wir können auch noch bestimmen, wo soll das hin, Auftritt oder Wange. In unserem Fall nehmen wir Auftritt, gehen wir mal in die Eigenschaften nochmal rein, wählen hier den Geländertyp aus. Aufpassen, das sind sogenannte Systemfamilien. Wenn Sie auf Typ bearbeiten gehen, sehen Sie, da können Sie nichts reinladen. Das heißt, Sie können aber jetzt das Ganze duplizieren, wenn Ihnen das nicht gefällt. Hier haben Sie auch eine Vorschau, ja, dann sehen Sie, wie das aussieht, der aktuelle Typ. Wir haben hier jetzt so weitere Familien hier angelegt. Je nach Vorlage, ja, können Sie hier sind halt verschiedene Typen angelegt und wenn Sie jetzt meinetwegen Ihnen ein Geländer nicht zusagt, dann nehmen Sie einfach das nächstbeste, gehen auf Duplizieren und machen davon eine Kopie und können dann hier halt an diesen über diese Tabellenform können Sie halt hier verschiedene Abstände eingeben, Profile laden, also Profile für die einzelnen Bauteile und können sich hier diverseste Geländertypen herstellen. Ja, wir nehmen jetzt einfach den einfachen Holzhandlauf. Das, ach so, ist immer wieder hier oben ist das. Nehmen Sie ihn einfach, gehen auf OK und wählen jetzt die Treppe aus, hier im Grundriss. Und jetzt hat er uns das hier positioniert. Ja, wie gesagt, man kann hier die Höhen, die kann man hier nicht einstellen. Das läuft also über die Typeigenschaften. Irgendwo muss dann die Höhe eingestellt werden. Ja, oder eventuell ist dann auch hier direkt in der Konstruktion eingestellt. Hier 90er Höhe, hier. Einfach mal gucken, wo es dann eingestellt ist, auch der Versatz und so weiter. Wie gesagt, übernehmen wir, das passt eh für uns. Und bloß zeigen, wo Sie es ändern können. Und jetzt, was wir allerdings noch machen müssen, wenn das hier so in der Wand dran geklatscht ist, das gefällt uns nicht. Wir wollen das mit der Hand wirklich umfassen können. Also klicken wir das Geländer nochmal an und gehen hier auf einen Abstand von 10, bestätigen das Ganze mit Enter. Dann haben wir jetzt hier ein bisschen einen Versatz drin. Und diese Seite, dieses Geländer wollen wir einfach löschen. Beziehungsweise bevor wir das löschen, möchte ich nochmal ganz kurz was zeigen. Ja, Sie können das Geländer jetzt auch anklicken und hier halt die Eigenschaften ändern. Sie können ein neues Basisbauteil wählen. Ja, dass Sie hier meinetwegen jetzt, was weiß ich, eine andere, zum Beispiel hier eine Geschossdecke wählen oder so, dann ist es halt gerade, dann folgt das Geländer der Geschossdecke, ja, oder halt Treppe oder Rampe. Sie können aber auch den Pfad bearbeiten, ja, gehen Sie also auf Pfad bearbeiten, jetzt haben Sie hier den Pfad, ja, und auch hier die Richtung. Jetzt könnte ich hier zum Beispiel, ich mache mal jetzt ganz krass, jetzt hier das Ganze ein bisschen vorziehen, ja, und dann hier das so rüberziehen, damit was auffällt, macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Oder machen wir vielleicht sogar noch krasser. Hier noch eine Linie dran oder sogar einen Bogen. Nur mal um zu zeigen, dass Sie hier auch mit den Geländern halt verschiedene Formen machen können. Und wenn der Pfad passt, gehen wir auf OK. Und jetzt hat er uns hier ja so ein Geländer noch gemacht. Ja, man sieht ja auch schön, er hat ja automatisch jetzt ja auch erkannt, dass das hier Treppe zu Ende ist und da hat er hier die nächste. Ja, und so können Sie natürlich jetzt auch noch an der Geländerform arbeiten, ja, über den Pfad. Ja, und wenn Ihnen das nicht gefällt, dann können Sie jetzt ja auch sagen, Geländer zurücksetzen. Na, das macht er nicht, ja. Doch, da tut er reinsetzen. Das hat er, ach so, ja, was macht er eigentlich bei Geländer zurücksetzen? Aha, die am Geländer Exemplar oder Typ vorgenommen wurden. Aha, okay. Aber die Pfad wird nicht zurückgesetzt. Also diese hier werden quasi nur irgendwelche Änderungen, die jetzt im Typ oder im Exemplar vorgenommen worden sind. Ja. Okay, ich brauche das Geländer allerdings nicht, deswegen lösche ich es raus. Und ich wollte es noch an einer Seite haben. Das Geländer, ja, das genügt mir. In dem Fall dieser Handlauf. Und das sollte jetzt eigentlich alles gewesen sein. Achten Sie darauf noch, ja, diese Öffnung der Geschossdecke müssen Sie natürlich auch noch für den Fußboden gegebenenfalls machen. Ja, wenn Sie dann hier den Fußboden reinlegen, ist das, glaube ich, auch nochmal relevant. Ansonsten ist das, dürfte das jetzt genügen zum Thema Treppe zwischen oder Verbindung zwischen Kellergeschoss und Erdgeschoss. Und ich danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Tutorial.